Der Mann ohne Herz. Ein Märchlein von Ludwig Bechstein. Gelesen und ohne jede Frage kommentiert von Tandaniel, dem Geschichtenweber. Es sind einmal 7 Brüder gewesen, waren arme Waisen, hatten keine Schwester, mussten alles im Hause selbst tun. Wie gesagt, es waren ja keine Frauen im Hause. Das gefiel ihnen nicht. Klar, es waren ja Männer. Wurden Rates untereinander? Sie wollten heiraten. Nun gab es aber da, wo sie wohnten, keine Bräute für sie. Woran es lag, kann man nur wild raten. Da sagten die Älteren, sie wollten in die Fremde ziehen, sich Bräute suchen. Und ihr Jüngster sollte das Haus hüten. Und dem wollten sie eine recht schöne Braut mitbringen. Das war der Jüngste gar zufrieden. Es klang nach weitaus weniger Arbeit. Zudem hatte er das Haus dann für sich. Und die 6 machten sich fröhlich und wohlgemut auf den Weg. Unterwegs kamen sie an ein kleines Häuschen. Das stand ganz einsam in einem Walde. Und vor dem Häuschen stand ein alter, alter Mann. Der rief die Brüder an und fragte: Heda, ihr Jung, geh in die Welt! Wohin denn so lustig und so geschwind? Ei, wir wollen uns jeder eine hübsche Braut holen. Und unserem jüngsten Bruder daheim, den wollen wir auch eine holen, antworteten die Brüder. Oh, Bräute suchen, oh, ihr lieben Jung, sprach der Alte, der dieses für ein gar vortreffliches Vorhaben erachtete. Ich lebe hier so mutterseelenallein. Bringt mir doch auch eine Braut mit, ja? Aber eine junge, hübsche muss es sein, nicht wahr? Und auf keinen Fall fett. Nur damit wir uns da richtig verstehen. Die Brüder gingen von dannen und dachten, ja, was will so ein alter, eisgrauer Hotzelmann mit einer jungen, hübschen Braut anfangen? Na, egal. Da nun die Brüder in eine Stadt gekommen waren, so fanden sie dort 7 Schwestern. So jung und so hübsch, als sie sie nur wünschen konnten. Die nahmen sie. Vielleicht frugen sie auch zuvor. Das ist nicht ganz so genau überliefert. Und die Jüngste nahmen sie für ihren Bruder mit. Sie kamen wieder durch den Wald. Und der Alte stand wieder vor seinem Häuschen, als wartete er auf sie und sagte: Ei, ihr braven Jung, das lob ich, dass ihr mir eine so junge und hübsche Braut mitgebracht hat. Ja, das ist schön. Nein, sagten die Brüder, die ist doch nicht für dich, du alter Hotzelpotz. Die ist für unseren Bruder zu Hause. Dem haben wir sie immerhin versprochen. So, sagte der Alte, versprochen, ja? Ei, das dich. Ich will euch auch paar versprechen. Und nahm ein weißes Stäbchen und murmelte paar Zauberworte und rührte die Brüder und die Bräute mit dem Stäbchen an. Bis auf die Jüngste. Da wurden sie alle in graue Steine verwandelt. Die Jüngste aber von den Schwestern führte der Mann in das Haus. Und das musste sie nun beschicken und in Ordnung halten. Tat das auch gern. Und dann und wann putzte sie auch die Steine. Oder stellte sie lustig um. Oder bedeckte sie mit Moos. Je nach ihrer Laune. Aber sie hatte immer Angst, der Alte könne bald sterben. Und dann werde sie in dem einsamen Häuschen, im wilden, öden Walde, auch so Mutterseelen alleine sein, wie der Alte zuvor gewesen war. Und ein wenig komisch war er schon. Das musste die Einsamkeit gewesen sein. Das sagte sie ihm. Und er antwortete:
Hab kein Bangen, fürchte nicht und hoffe nicht, dass ich sterbe. Vor allem das hoffentlich. Sieh, ich hab gar kein Herz in der Brust. Wird also eher schwer, dass dieses ein Problem wird, nicht wahr? Stürbe ich aber dennoch? Ach, so findest du über der Türe mein weißes Zauberstäbchen. Und rührst du damit die grauen Steine? So sind deine Schwestern und ihre nichtsnützigen Freier befreit. Und dann hast du wieder Gesellschaft genug. Du hast kein Herz? Wo aber in aller Welt hast du denn das Herz, wenn du es nicht an deiner Brust hast? Fragte die junge Braut. Was, musst du denn alles wissen? Fragte der Alte. Und wenn du es denn wissen musst, in der Bettdecke steckt mein Herz. In der Bettdecke? Versteckt man da normalerweise nicht sein Geld? Ach, das ist an einem Grab hinter meinem Haus. Wo ist dann? Wir sollten das Thema wechseln. Das taten sie. Und da nähte und stickte die junge Braut, wenn der Alte fort und seinen Geschäften nachging, in ihrer Einsamkeit gar schöne Blumen auf seine Bettdecke, damit sein Herz eine Freude haben sollte. Der Alte aber lächelte darüber und sagte, du gutes Kind, es war ja nur mein Scherz, mein Herz, das steckt. Nun, wo steckt es, lieber Vater? Hast du mich gerade Vater genannt? Unwichtig. Na, das steckt in der Stubentür. Da hat die junge Frau am anderen Tage, als der Alte wieder fort war, die Stubentüre gar schön geschmeckt. Mit bunten Federn und frischen Blumen und hat Kränze daran gehangen. Fragte der Alte, als er heimkam, was das bedeuten solle. Sagte sie, das tat ich, deinem Herzen was zuliebe zu tun. Da lächelte wieder der Alte und sagte, ach, du gutes Kind, ganz woanders als in der Stubentüre ist mein Herz, ganz woanders. Da wurde die junge Braut sehr betrübt und sprach, ach Vater, so hast du doch ein Herz und kannst sterben. Und ich werde dann ganz alleine sein. Da wiederholte der Alte alles, was er ihr schon zweimal gesagt. Und sie drang aufs Neue in ihn, ihr zu sagen, wo doch eigentlich sein Herz sei. Interessanterweise frug sie nie, wie er sein Herz aus der Brust bekam. Aber sei's drum. Da sprach der Alte, weit, weit weg von hier liegt in tiefer Einsamkeit eine große, uralte Kirche. Die ist fest verwahrt mit eisernen Türen und um sie ein tiefer Wallgraben gezogen. Jawohl. Über den da führt keine Brücke, musst du wissen. Nichts davon. Und in der Kirche, da fliegt ein Vogel. Wohl ab und auf. Er isst nicht, trinkt nicht und stirbt nicht. Und niemand vermag ihn zu fangen. Und solange der Vogel lebt, so lange lebe auch ich, denn in dem Vogel ist mein Herz. Da wurde die Braut traurig, dass sie dem Herzen ihres Alten nicht zuliebe tun konnte. Und die Zeit wurde ihr lang, wenn sie so alleine saß. Denn der Alte war fast den ganzen Tag auswärts. Da kam einmal ein junger Wandergesell am Häuschen vorüber. Der grüßte sie und sie grüßte ihn. Und sie gefiel ihm. Und er kam näher. Und sie fragte ihn, wohin er reise und woher er komme. Ach, seufzte der junge Gesell, ich bin gar traurig. Ich hatte noch 6 Brüder, musst du wissen. Die sind von dann gezogen, sich Bräute zu holen. Und mir, dem Jüngsten, wollten sie auch eine mitbringen. Im besten Fall die Jüngste. Die sind aber nimmer wiedergekommen. Und da nun bin ich nun auch fort vom Hause und will meine Brüder suchen. Ach, lieber Gesell, rief die Braut. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die gute ist, da brauchst du nicht weiter zu gehen. Allerdings erst setze dich und esse und trink etwas. Und dann lass dir die schlechte erzählen.
und gab ihm zu essen und zu trinken und erzählte ihm, wie seine Brüder in die Stadt gekommen und wie sie ihre Schwestern und sie selbst natürlich auch als Bräute mit sich nach Hause hätten führen wollen und dass sie für ihn, also jetzt ihren Gast, bestimmt gewesen und wie der Alte sie bei sich behalten und die anderen in graue Steine verwandelt habe. Das alles erzählte sie ihm aufrichtig und weinte dazu. Und auch, dass der Alte kein Herz in der Brust habe und dass es weit, weit weg sei in einer festen Kirche und in einem unsterblichen Vogel. Da sagte der Bräutigam, ah, das ist auch eine Geschichte, die man jetzt nicht jeden Tag hört, was? Na, ich will fort. Ich will den Vogel suchen. Vielleicht hilft mir ja Gott, dass ich ihn fange. Ich bin nicht gläubig, aber für solche Dinge ist er da, oder? Ja, das tue. Daran wirst du wohltun. Dann werden deine Brüder und meine Schwestern wieder Menschen werden. Und versteckte den Bräutigam, denn es wurde schon Abend. Und als am anderen Morgen der Alte wieder fort war, da packte sie dem Wandergesell viel zu essen und viel zu trinken ein und gab es ihm mit und wünschte ihm alles Glück und Gottes Segen auf seine Fahrt. Als nun der Gesell eine tüchtige Strecke gegangen war, deuchte ihm, es sei wohl Zeit zu frühstücken, packte seine Reisetasche aus, freute sich der vielen Gaben und rief, »Holla, nun wollen wir schmausen. Herbei, wer mein Gast sein will!« Da rief es hinter dem Gesellen, wer sich umsah, stand ein großer, roter Ochse da und sprach, »Du hast eingeladen. Ich möchte wohl dein Gast sein.« »Na, sei willkommen und lange zu, so gut ich's habe.« Da legte sich der Ochse gemächlich an den Boden und ließ sich's schmecken und leckte sich dann mit der Zunge sein Maul recht schön ab. Und als er satt war, sagte er, »Habe großen Dank. Und wenn du einmal jemand brauchst, dir in Not und Gefahr zu helfen, so rufe nur in Gedanken nach mir. Nach mir, deinem Gast.« Und er erhob sich und verschwand im Gebüsch. Eine Begegnung, wie man sie wahrlich nicht jeden Tag hat. Der Gesell packte seine Tafelreste zusammen und pilgerte weiter. Wieder eine tüchtige Strecke. Da deuchte ihm, nach dem kurzen Schatten, den er warf, es müsse Mittag sein. Und seinem Magen deuchte das Nämliche. Da setzte er sich an den Boden hin, breitete sein Tafeltuch aus, setzte seine Speisen und Getränke darauf und rief, »Wohlan! Mittagmahlzeit! Jetzt melde sich, wer mittafeln will!« Da rauschte es ganz stark in den Büschen und es brach ein wildes Schwein heraus und grunzte und sagte, »Es hat hier jemand zu essen gerufen? Ich weiß nicht, ob du das warst und ob ich gemeint bin. Bin ich gemeint? Ich bin gemeint, oder? Bin ich gemeint? Immerhin, lang nur zu, was da ist«, sprach der Wandersmann. Und da aßen sie beide wohl Gemut miteinander. Nicht gesüttet, aber das ist ja auch egal. Der Junge hat halt nie gelernt, wie man vernünftig isst. Und es schmeckte beiden gut. Darauf erhob sich das wilde Schwein und sagte, »Hab Dank, bedarfst du mein? So rufe dem Schwein!« Und damit trollte es in die Büsche. Nun wanderte der Gesell gar eine lange Strecke und war schon gar weit gewandert, da wurde es gegen Abend und er fühlte wieder Hunger und hatte auch noch Vorrat und da dachte er, wie wär's mit Vespern? Na, Zeit wär's, dächte ich, und breitete wieder sein Tuch aus und legte seine Speisen darauf, hatte auch noch etwas zu trinken und rief, wer Lust hat, mit mir zu essen, der soll eingeladen sein. Es ist nun nicht, als wenn nichts da wäre. Da rauschte über ihm ein schwerer Flügelschlag. Und es wurde dunkel auf dem Boden.
wie vom Schatten einer Wolke. Und es ließ sich ein großer Vogel Greif sehen. Der rief: Ich hörte jemanden hier unten zur Tafel einladen. Für mich wird wohl nichts abfallen. Warum denn nicht? Lass dich nieder und nimm vorlieb. Viel wird's allerdings nicht mehr sein. Ich hatte da schon einen Ochsen als Gast. Und ein Schwein. Aber das wenige, was ich habe, das gehört uns, rief der Jüngling. Und da ließ sich der Vogel Greif nieder und aß zur Genüge. Und dann sagte er: Ach, das war eine nette Speise. Brauchst du mich? So rufe mich, hob sich in die Lüfte und verschwand. Ei, dachte der Geselle, der hat's recht eilig. Er hätte mir wohl den Weg nach der Kirche zeigen können, wenn ich so darüber nachdenke. Denn so mit einfach rumgehen, ach, finde ich sie wohl nimmer. Gut, ich habe auch nicht wirklich danach gefragt. Vielleicht sollte ich beim nächsten Mal an so etwas einfach denken. Und raffte seine Sachen zusammen und wollte vor dem Schlafengehen noch ein Stückchen wandern. Und wie er nun gar nicht lange gegangen war, so sah, denn Märchen geschehen gar wunderliche Zufälle, er mit einem Male die Kirche vor sich liegen und war bald bei ihr. Das heißt, am breiten und tiefen Graben, der sie ringsherum ohne Brücke umzog. Da suchte er sich ein hübsches Ruheplätzchen, denn er war müde von dem weiten Weg und schlief. Und am anderen Morgen, da wünschte er sich über den Graben und dachte: Es ist sehr, sehr breit und tief. Und ich kann nicht schwimmen. Ach, schau, wenn der rote Ochse da wäre und hätte rechten Durst, so könnte er den Graben aussaufen. Ochsen trinken doch viel, oder? Und wenn er das täte, käme ich trocken herüber. Kaum war dieser Wunsch getan, so stand der Ochse schon da und begann den Graben auszusaufen. Nun stand der Gesell an der Kirchenmauer. Die war gar dick und die Türme waren von Eisen. Da dachte er so in seinen Gedanken: Da hilft der Ochse nicht, zudem hat er mir ja schon geholfen. Ach, wer doch einen Mauerbrecher hätte. Moment, das starke Wildschwein könnte hier vielleicht eher etwas ausrichten als ich. Und siehe, gleich kam das wilde Schwein dahergerannt und stieß heftig an die Mauer und wühlte mit seinen Hauern einen Stein los. Und wie erst einer los war, so wühlte es immer mehr und immer mehr Steine aus der Mauer, bis ein großes, tiefes Loch gewühlt war, durch das man in die Kirche einsteigen konnte. Da stieg nun der Jüngling hinein und sah den Vogel darin herumfliegen, vermochte aber nicht, ihn zu ergreifen. Da sprach er: Wenn jetzt der Vogel Greif da wäre, der würde dich schon greifen. Ja, klar, dafür ist er der Vogel Greif, verstehst du? Und gleich war der Greif da, gab nichts auf schlechte Wortspiele und gleich griff er den Vogel, in dem des alten Mannes Herz war. Und der junge Gesell verwahrte selbigen Vogel sehr gut. Der Vogel Greif aber flog davon. Der Vogel flieg, wenn man so möchte. Nun eilte der Jüngling, so sehr er konnte, zur jungen Braut, kam noch vor abends an und erzählte ihr alles. Und sie gab ihm wieder zu essen und natürlich auch zu trinken und hieß ihn unter die Bettstelle kriechen, mitsamt seinem Vogel, damit ihn der Alte nicht sähe. Dies tat er alsbald, also nachdem er gegessen und getrunken hatte. Der Alte kam nach Hause und klagte, dass er sich krank fühle, dass es nicht mehr mit ihm fortwolle. Das mache, weil sein Herzvogel gefangen war. Das hörte der Bräutigam unter dem Bette und dachte: Der Alte hat dir zwar nichts Böses getan, aber er hat deine Brüder und ihre Bräute verzaubert. Und deine Braut hat er für sich behalten. Das ist des Bösen nicht wenig. Und da kneipte er den Vogel
Und da wimmerte der Alte. Es kneipt mich. Der Tod kneipt mich. Kind, ich sterbe. Und fiel vom Stuhl und war ohnmächtig. Und ehe sich der Jüngling versah, hatte er den Vogel totgekneipt. Und da war es aus mit dem Alten. Nun kroch er hervor, und die Braut nahm den weißen Stab, wie sie der Alte gelehrt hatte, und schlug damit an die 12 grauen Steine. Siehe, da wurden sie wieder die 6 Brüder und die 6 Schwestern. Das war eine Freude und ein Umarmen und Herzen und Küssen. Und der alte Mann, der war tot und blieb tot, konnte ihn keine Meisterwurz wieder lebendig machen. Nicht, dass es einer versucht hätte, aber es hat auch nicht geklappt. Da zogen alle miteinander fort und hielten Hochzeit miteinander und lebten gut und glücklich miteinander lange Jahre. Interessanterweise berührte die jüngste Schwester nur die 12 besagten Steine. Lasst euch eines sagen, Freunde. Hätte sie den Stab wild über das gesamte Steinfeld sausen lassen, hätten wir ein ganzes Buch voller unglaublicher Geschichten. Hat sie nur nicht. Und damit müssen wir uns begnügen.